Der vierte Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Am heutigen Renntag in Mariendorf erwarten uns weiterhin spannende Rennen wie das Finale der internationalen Derbymeisterschaft der Amateure und das Finale des Shooting Star Cups. Vor dem Finale stehen aber noch zwei Vorläufe auf dem Programm. Die besten fünf Traber der jeweiligen Vorläufe dürfen ins Finale einziehen. Für mich ist das was ganz Besonderes, weil ich mit diesem Pferd letztes Jahr im Vorlauf Zweiter war und das Finale gewonnen habe. Also ist das für mich was ganz Besonderes. Wir sind quasi Titelverteidiger. Es ist schwierig, aber wir werden unser Bestes geben. Das Beste geben wollen natürlich alle. Im ersten Vorlauf konnte Thomas Reuer mit Desert King seiner Favoritenrolle treu bleiben, denn er zog mit dem ersten Platz ins Finale ein. Der ist souverän vorne, Desert King dahinter in zweiter Position. Pompano Julian, der läuft ein tolles Rennen, innen Offroader außen, Realist ganz außen, Mephisto PS, Kashmir innen, will noch ins Finale, schafft es aber nicht. Desert King gewinnt überlegen. Wir sind gut weggekommen, haben dann noch einen Teilnehmer außerhalb von uns noch kurz passieren lassen, um dann wirklich endgültig die Führung oder die Spitze zu übernehmen, und haben dann eigentlich kurz einmal das Tempo ein bisschen rausnehmen können und sind dann eigentlich zu einem sicheren Sieg gekommen. Im zweiten und letzten Vorlauf der Amateure ging es ebenso spannend zu, dass nach René Koch genannte Rennen konnte Dennis Christiansen mit dem ersten Platz beenden. Der Distanz sieht man Kampf zwischen Kelso. Innen Lady Vera zieht er nochmal an. Kelso hat aber in der Nase vorn. Dahinter der Kampf um die Plätze. Die ersten fünf erreichen das Finale. Wildcat Hanseatic kommt hier mit der Schlussattacke. Kann vielleicht noch gewinnen. Ganz knapp. Aber es sieht nach Kelso aus. I get a good start today, and he was very good in his trial, and he will go when I draw him out in the third spore, and he was okay all the way to the finish line. Selbst René Koch war an diesem Tag zu Gast auf der Trabrennbahn Mariendorf. Ich finde es ganz toll. Ich bin jetzt, glaube ich, das 10. Jahr hier. Also ich bin Dauergast, wenn man so will. Ich finde es toll und ich liebe Pferde. Ich bin ja ein Kind vom Lande und bin auf dem Bauernhof groß geworden mit Pferden. Und ich finde, es sind ganz besonders schöne Tiere. Und sie erinnern mich auch irgendwie wie an Models, weil die so grazil sind und so sich auch so toll bewegen. Und es ist schön und die Atmosphäre, und heute haben wir Traumwetter. Bevor es dann zu den Highlight-Rennen kam, am vierten Tag lockerte die größte Prominenz der Derby-Woche die Zuschauer und Trabe auf. Im achten Rennen übergab Sascha Vollmer von The Boss Hoss höchstpersönlich den Pokal. Mir gefällt es sehr gut hier, ist nette Atmosphäre, tolle Rennbahn hier, Trabrennbahn. Ich bin zum ersten Mal hier, ich muss es sagen, zum allerersten Mal auf dem Pferderennen. Und auch auf dem Trabrennen, deswegen ist alles neu für mich. Derby-Woche hin oder her, ist mir auch neu. Aber ich habe gehört, das ist ein richtig großes Ding und ich bin froh, dass ich da bin. Ich glaube, wenn ihr noch ein bisschen bleibt, steigen wir selber auf die Kutsche. Erster Highlight der Amateure ging nun an den Start bei der Laserline Internationalen Derby-Meisterschaft. Mit 25.000 Euro Renngeld müssen die Pferde eine 2.000 Meter Strecke zurücklegen. Das scheint aber für Thomas Reuer und Dennis Christiansen kein Problem zu sein. Ich glaube, dass wir, wenn er gut wegläuft, dass wir eine sehr gute Chance haben werden. I think I have a good chance, because last time he was better second time than first time. So he's a strong horse and I know he's trained very well. I look forward. Mephisto PS, der hat keine Antwort. Außen Wildcat Hanseatic, der läuft ein Riesenrennen mit der Startzulage. Desert King ist vorne vor Wildcat Hanseatic. Der versucht alles, aber das ist eine beeindruckende Vorstellung der Schwarzen von Desert King. Der gewinnt mit Thomas Reuer. Überlegen, Desert King vor Wildcat Hanseatic. Doch tatsächlich konnte sich Favorit Thomas Reuer gegen 9 weitere Pferde durchsetzen und holte den Sieg in seine Hände. Wie er wirklich gut aus dem Bänder gekommen ist, habe ich mir schon gedacht, dass da nicht mehr viel passieren kann. Und während dem Rennen habe ich so ein super Gefühl gehabt, der ist unglaublich gut getrabt, hat er
sensationelle Aktion gehabt nach vorne und war nicht zu bremsen. Nicht nur das Shooting Star Cup Rennen mit 14.000 Euro Rennpreis stand auf dem Programm, auch Zuschauer können am großen Derby-Wochenende ein nagelneues Auto gewinnen. Hintergrund, meine Damen und Herren, der Hauptpreis der Derbywoche, das ist ein VW Up im Wert von 13.000 Euro. Und den kann man hier live auf der Derbybahn Berlin-Marienhof gewinnen. Und zwar jeden Tag gibt es Anrechtscheine. Und was muss man dafür tun? Man muss das siegreiche Pferd mit 10 Euro auf Sieg treffen. Dann bekommt man nicht nur den Renngewinn, sondern auch ein Prämienlos. Und alle Prämienlose von der gesamten Woche, das heißt auch noch am Freitag, Samstag und Sonntag, kommen Sie ruhig zur Bahn. Und Sie können einen Kleinwagen gewinnen im Wert von 14.000 Euro. Also ruhig kommen zur Bahn. Nun aber zum letzten Rennen an diesem Tag, der BVMW Shooting Star Cup 2018. 1900 Meter stehen den Trabern bevor. Die Augen blicken auf Happy Hollandia, unbezwingbar bei allen 6 Saisonstarts. Auf Favorit Titan Ass gilt als Konkurrent von Finn Verkeil. Ich muss schon eine spezielle Taktik wählen, weil mit der Startnummer 10 wird es nicht ganz so einfach sein. Und aus der zweiten Reihe. Und ich muss natürlich sehen, wo sind meine Gegner, wie kann ich mich am besten einsetzen im Rennen und die beste Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Doch den Sieg holt sich kein geringerer als Michael Nimczek mit Viva B. Viva B, an denen Seite flieht, Viva B, Happy Hollandia, Viva B, das Stall geflüstert, richtig geflüstert. Was für ein Sieg von Viva B. Von vornherein wusste ich, dass ich ein sehr laufgewaltiges Pferd habe, den ich nur auf den Beinen halten muss, sprich im Trab. Und das hat am Start sehr gut geklappt. Ich bekam eine gute Position im vorderen Drittel, kam passend im Einlauf auf freie Fahrt und dann hat er sich lang gemacht und dann hat es für den Sieg gereicht. Der vierte Renntag beim 123. Deutschen Traber Derby wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.